Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Eine Mod-Vorstellung, worauf Christian ganz stark gewartet hat. Ja, das war ein guter Satz. ja. Es ist da. Das Farming Classics Pack DLC Zeug. Das DLC, das was ich jetzt inzwischen schon durch. 1, 2, 3. 3 oder 4? 5? Ich glaube 4 LS-Teilen durchgeboxt hat, ist nun auch offiziell auf der M17er vorhanden, komplett. Es waren ja bisher nur einige Fahrzeuge, ein, zwei Fahrzeuge für den PC da, zum Beispiel die Seemaschine hatte ich schon unter Beta auf PC gesehen, aber jetzt sind nun offiziell alle da als Pack. Ja, fangen wir von vorne an. Ich habe mir hier vorne den Frondara eingestellt. Das ist nämlich der Frondara. Hier unter Frondara ist der Frondara. Ja, hier der G40, der Güldner G40 als Frondara. Denn damals im 13er oder 14er oder sonst 14er? Halt damals in den Zeiten, da war es noch so, dass man halt Frondara die speziellen Träger hatten. Ja, deshalb war der hier auch noch mit drin. Und ja, finde ich auch schön, dass er das so beibehalten hat und nicht das quasi für den anderen als ja, Arbeit ist das Ding mit rein macht. Das finde ich sehr schön. Er hat ihn aber, glaube ich, modifiziert, wenn mich nicht alles täuscht, denn hier die Klinkenautomatik hat davon die hier mit dem Ding da modifiziert. Moment mal. Ja, mein Tier zu machen hier. Ja, hier der Frontlader, hier die Klinkenautomatik, die hat er, glaube ich, modifiziert. Ja, machen wir gleich mal die Fahreigenschaften. Der hat sie wie im 13er gelassen, nämlich hier. Ich beschleunige jetzt ganz normal rückwärts und jetzt bremse ich ab. So, ich drücke jetzt einfach mal nur vorwärts. Seht ihr das? Also auch wenn man in Fahrt abbremsen will, man schafft es nicht ganz, dass er wirklich zum Stehen bekommt. Ich empfehle hier deshalb Folgendes, wenn man damit hantiert, würde ich am besten, hier, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Haben sie das rausgenommen, die Stop-and-Go-Bremsung? Oder bin ich jetzt blöd? Ah, ne, hier. Nee. Da. Deshalb hier, wenn man jetzt bremst, dann muss man nochmal loslassen und nochmal drücken. Ne? Das wäre die Stop-and-Go-Bremsung. Dann kann man hier besser abbremsen. Ne? Dann bremst man wirklich. Kann man halt besser fahren und so. Ne? Würde ich empfehlen. Ja, aber gucken wir uns die Klinkenautomatik an. Halt an. So. Nehme ich hier. Die Dinger oben dran. Kann man hier abkippen, ne? Ist eigentlich eine ganz nette Idee. Boah. Ist sehr simpel gemacht. Einfach zwei tragische Oberlenker und das Ding dran. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen, so die Klinkenautomatik umgebaut. Ne? Naja. Dann haben wir hier die ganzen Maschinen. Hier einmal der Güldner normal ohne Frontlader, hier mit, ohne, ja, auch ganz schick hier Innenraum. Warte mal, gucken wir uns nochmal den hier innen an, der Frontlader hier vorne so dran ist, so. Da ist eigentlich der Hebel halt, hier, das da müsste, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, genau, der Hebel sein, ja, da geht ein Seil vor hier für die, um die Klinke zu entriegeln, ist hier der Hebel dafür da, ja. So. Hier, die Gangschalthebel, alles. Es sind original, würde ich sagen, die Modelle aus dem 13er. Wenn auch heutzutage, na gut, die Maschinen aus dem 11er oder 9er, die sind eigentlich Deko-Qualität. Aber die hier haben auch eigentlich schon heutzutage die Deko-Qualität. Ich glaube, den hier habe ich schon auch öfters mal so als Deko-Objekt in Maps gesehen, oder? Oder war das immer der aus dem 9er? Fall hier auch alles da, auch am Hans oder Hartz, ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen werden, aber schöne Oldtimer. Könnte auch ein Oldtimer-Treff machen, ne? Könnte man gut Roleplay oder sowas machen. Wow. Hier und jetzt das Flaggschiff, der Deutz D80.
Oh ja. Oh ja. Dieser Bremsensound, ne? Macht einen schon ein bisschen verrückt. Wie sieht der Deutsche 80? Oh, richtig geiles Gerät. Ach ja, das sind noch Geräte, ne? Warum ist das hier so besonders? Einfach weil der hier der stärkste und gleichzeitig schnellste Träger hier ist, außer der Schlüter hier, aber ansonsten ist das halt der Flaggschiffträger von diesem Pack. Den Schlüter, den kann man zum Beispiel jetzt auch noch hier benutzen, aber wir gehen gleich auf die PS ein. Also der hier ist halt so der Flaggschiff von, ja, von hier, von diesem Pack, ne? Dann hier der Hülleman noch, so der kleine Träger. Der sieht, finde ich, komisch aus. Aber das ist Hülleman halt. Ja, so waren die da was. Hier unten die Anbauhäken. Ah, das sieht so bescheuert aus. Ich glaube damals der Lanz, nee, der Kramer war das, glaube ich, damals. Der war auch richtig lustig. Der hatte auch diesen Anbaurahmen hier, glaube ich, so ungefähr. Dann hier natürlich der Gerät, der große Träger hier. Das hier ist ein Träger, den könnte man auch so hier in LS ganz normal verwenden. Natürlich die Steuerung ist halt auch, ich nenne es mal so kacke wie bei den anderen. Ja, weil die Steuerung kannst du in die Tonne treten, ne? Wenn man jetzt hier die normale LS17 Steuerung gewöhnt ist, sondern die Dinger kannst du vergessen. Damals war das normal, aber jetzt halt ist das halt nicht mehr. Nee. Gehen wir mal jetzt auf die PS von den ganzen Maschinen ein. Ja, hier der Güldner 38 PS, 50 Liter, 22 km/h. Hier der Bürer. Auch so wie der hier. Die gleichen Bürer. Der hat 72 PS, also ist der zweitstärkste Traktor. Und hat 27 km/h und 45 Liter. Hier 28 km/h, 45 Liter, 38 PS, bedeutet so viel PS wie der hier, aber weniger Sprit und fährt aber dafür schneller. Ja. Dann hier der Hatz, oder jeder heißt, 45 Liter, so viel wie der, 29 km/h, 1 km/h schneller als der hier und 40 PS, das heißt, er ist ein bisschen besser als der hier. Wow. Hier der Lindner, den finde ich richtig nice, weil der hat Allrad. Da gibt es auch einen MAN-Träger, der hat eine Vorderachsfederung und Allrad. Also, das sieht richtig geil aus, die Karre, und ist sicher im Gelände auch ordentlich benutzt, ne? Aber darum geht es hier nicht. Hier 45 PS, 40 Liter Sprit und 32 km/h. Dann hier der Deutz D80, das Flaggschiff. Schlechthin. 75 PS bedeutet damit 3 km/h stärker als der Bürger. 50 Liter und 32 km/h. Ja, richtig geil. Und hier noch der Hürlimann mit 26 km/h, 45 Liter Sprit, 55 PS. Genau. Denn hier der Schlüter, den sehe ich jetzt schon als extern, aber der hat 150 PS. Ja. Fährt 43 km/h. Bedeutet, der ist leider ein kleinen Ticken ein bisschen besser als der Case. Nur ein bisschen, ne? Na gut. Hier die beiden, die haben Vor- und Nachteile. Ich fahr mal kurz hier rüber. Bleibt mal hier hängen. Ja, ein bisschen. Oh, haben wir mal so hin. Die haben beide Vor- und Nachteile. Mir gefällt persönlich der Sound von dem hier natürlich besser. Aber die haben beide ihren eigenen Sound. Der hier brummt mehr und der hier pfeift ein bisschen mehr, ne? Dann haben natürlich beide seine Vor- und Nachteile. Sein Vorteil hier ist halt, der hat eine Fronthydraulik. Sein Vorteil hier, der hat einen Frontlader. Ja. Der hat natürlich ein bisschen mehr PS, aber dafür hat der hier, ist der halt eine höhere Qualität als der. Sind zwar beides Giants-Maschinen eigentlich, aber der hier ist halt älter und damals haben sie sich nicht, sind sie noch nicht so stark ins Detail gegangen und hatten noch keine, ja, Pläne wie damals. Ne? Oder halt wie heute, meine ich. Ja.
Jetzt sind es ja die Maschinen geteilgetreu as fuck. Boah. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Maschinen weiter. Na wohl, machen wir hier noch der Ladewagen. Oh, der Bucher Ladewagen. Eine Ikone. Hier mit dem Zweizylinder-Motor. Oh, 26 km/h fährt die Karre. Wenn es anmacht, fährt sie 20 km/h. Da werden wir gleich nochmal im Shop sehen. Hat hinten Doppelreifen. Das ist, glaube ich, auch. Na wohl, alpin-technisch hätte es, glaube ich, hinten dran, oder? Ist das Ding für den Berg gemacht? Hm, weiß ich gar nicht mehr. Naja. Auf jeden Fall, das ist eine geile Karre. Freue mich auch schon drauf, die mal einzusetzen. Könnte man so ein Gras-Event machen, ne? Big M. Ein Spieler mit Big M und dann der Rest hier mit dem Buch an. Dann einer noch in der BGA. Das wird abgehen, du. Naja. Und sie meinen. Na wohl, komm. Machen wir erstmal hier noch den Rest. Hier noch ein Maispflücker. Hängt man ganz mal hier hinten dran. Hat dann hier Zapfwelle drin. Und hier, die geht dann ins Häckselwerk. Hier rein. So. Dann natürlich hier noch ein Anhänger. Ein Getreideanhänger heißt eigentlich. Aber der passt hier hinten dran. Der ist perfekt eigentlich dafür gemacht. Kann natürlich auch ein Acroliner oder einen anderen nehmen, aber wichtig wäre, dass der Drehschemel hat, weil sonst würde halt die Last von dem Ding hier plus die Last von dem Anhänger auf dem Träger hinten drauf machen. Dann, wenn man da keinen Deutz D80 hinter hat, allgemein wird das dann schon sehr schwer, weil für die Hydraulik hier unten ist halt kein Hänger ausgelegt. Ne? Es gibt zum Beispiel unsere Case, der hat das, dass das quasi ausgehängt wird von hier den Streben und wird dann in so ein steife Dinger da eingehängt, die was dann mit einem kompletten Rahmen verbunden sind und alles, das wird es dann aushalten, aber das Ding muss man natürlich hoch und runter senken, deshalb muss das hier an der Hydraulik dran sein und das geht nicht, ne? Deshalb zwei Achse daran. Gut. Dann hier noch ein Zweischabflug, ein schön kleiner, niedlicher. Hier hinten Grümmler ist das hier, Grümmler ohne Nachläufer. Und ohne Nachstieg und nix hinten dran. Hier in LS wird das natürlich als Grupper gewertet, aber trotzdem. So. So, und was ist ein. Achso, Tiefenverstellung hier. Ja, für die. Für diese Räder hier eine Tiefenverstellung. Genau. Dann hier. Sämaschine. Oh, nettes kleines Gerät. Könnte man sicher sonst nichts. Ne? Dann hier Düngestreuer. Ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Beim irgendwie kommt mir das so vor hier. Jawohl, machen wir mal weiter. Dann hier natürlich auch klasse Düngestreuer, Mischstreuer hier. Kann man sogar noch was hinten dranhängen, theoretisch, glaube ich. Das sieht ja so nach einem Zug mal aus. Boah. Hier ganz normal abgestellt. So wie halt auch unsere Kipper ungefähr. Boah. Dann hier. Was ist das? Komm, sagt's. Richtig, ein Güllefass ist das. Güllefass komplett aus Holz. Ich frag mich, wie die Scheiße da gepumpt wird. Aber wenn da schon irgendwas einfallen lassen. Also ich bezweifle, dass das ein Hochdruckfass ist. Halt, wo da irgendwie zuvor Luft reingepumpt wird oder halt Druck aufgebaut wird und dann gewinnen. Aber wer weiß. Ja, dann hier noch ein, ja, komm, Mähbalken, der was für die Heckhydraulik ist. Es gibt auch Traktoren, die was Mähbalken direkt dran hat. Leider nicht in diesem Pack, aber gut, man kann jetzt nicht in die Zeit zurückreisen und was dran bauen. Ja, hier, ein Mähbalken, halt ein schöner. Boah, können Sie ja nochmal. Dann hier, weiß ich jetzt nicht, wieso hier noch so eine große Lücke ist, aber ja, ein Zeta. Wender. So einen ungefähr hatten wir auch damals, bloß halt ein bisschen neuer. Der aber so in dieser Konstellation mit nach hinten klappen und so. Ja. Dann hier noch ein Schwader. Das ist aber ein richtig alter. Da ist noch hier dieses seitliche Tuch. Ist das eigentlich? Da sind noch hier Zinken dran. Ne? Ich frage mich, wie oft die Teile abgebrochen sind oder die Grasnarbe aufgerissen haben. Na, aber damals hat man sich über die Grasnarbe noch nicht so viel Probleme gemacht. Da hat man andere Probleme gehabt. Na,
Dann noch hier die Ballenpresse. Oh, die legendäre Ballenpresse. Die macht kleine Quaderbeine. Ich frage mich selbst, wie die es hier hingeschafft hat. Aber leider dafür ist der Sammelwagen hier nicht. Ne? Sammelwagen, aber es ist auch kein Wunder, in diesen Sammelwagen passen eigentlich 200 Ballen. Oder 100 Ballen. Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal. Ich hatte eh sowieso mal wieder Bock, dieses Pack hier zu spielen. Ne? Ja. Heißt es ja auf PC der Ballenwagen mit dabei? Weiß ich gar aber leider nicht. Oh. Aber jetzt ist das Ding hier da. Auch schön hier mit offener Zapfhelm. Dings da. Heutzutage würde sich die Genossenschaft. Welche Genossenschaft? Irgendeine Genossenschaft. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Scheiße, ist das peinlich. Naja. Die würden sich, die Berufsgenossenschaft, genau. Die würden sich dreimal im Gras rumdrehen, wenn sie sowas sehen würde, aber. Und dann hier noch, natürlich noch so ein Wasserfass. Das hier ist aber schon ein bisschen moderner, ist aus Eisen und hier hat Lufträder schon dran. Wenn das Ding hier noch Holzräder hat. Also, älter als das Ding hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Also beim Güllefass, ja, das würde ich nicht mehr benutzen hier, aber. Naja, die restlichen Maschinen sind natürlich alle noch, könnte man heute noch zutage noch benutzen. Außer das hier, da würde ich vielleicht noch ein bisschen umbauen, hier andere Zinken ran, neue, moderne, aber sonst gehen. Ansonsten hier, gut, das Ding hier ist dann natürlich auch nicht mehr aktuell, aber komm, hier Nachläufer ran gebaut, kriegen wir auch hin. Der Pflug, ja gut, wird damit. Pflügt damit mal 2,4 Hektar, ne? Ah, Mann. Oder mit einem Schadabflug. 2,4 Hektar mit einem Schadabflug, gib ihn. Haben wir gemacht in Life. Also wir haben wirklich 2,4 Hektar mit einem Schader gepflügt. Damals noch mit einem 15 Best Fendt war das. Naja, hier. Das Ding hier könnte man noch benutzen. Naja, hier die Träger natürlich alle noch gebrauchswürdig. Hier das Ding auch noch umgebaut. Oh. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns den Shop an. Machen wir noch nicht Feierabend. Den Häcksler? Genau. Hier, der Häcksler, halben Meter hat der, 30 PS, braucht der 10 km/h. Gib ihn mit den Getreideanhängern dran. Gute Konstruktion. Wer diese 4,5 1000 Liter nicht genug sind, der kann natürlich auch hier vorne den ranhängen. Oder wer ganz übertreiben will, einfach hier den Agroliner. Aber dann sollte man vielleicht schon den. Wer den Agroliner fährt ohne Deutz D80, der ist verrückt. Halt alles unter Deutz D80 brauchst du dann nicht vormachen. Naja, ansonsten ja, dieser Getreideanhänger 4,5000 Liter. Wo ist der jetzt? Man könnte natürlich auch hier die Klassiker-Dinger, halt die Dinger da dann machen. Wird auch noch ein bisschen schicker aussehen oder rustikaler. Aber ansonsten ist dieser Anhänger. Oder hier so, diese Fortschritt hier. Hier der. Naja. Hier ist er. Genau. Kann alles laden. Boah, passt. Dann hier der Pflug. 30 PS braucht der und hat 1 Meter. Boah. 8 km/h fliegt man damit. Viel Spaß. Könnte man so eine Strafe machen irgendwie. Ja. Dann hier. Der Grümmler, was hier als Gruppe gewertet wird, 25 PS braucht der 2,5 Meter. Boah. Damit kann man schon mal was machen. Dann hier die Sämaschine. Hat 2 Meter, 20 PS, fährt 15 km/h in der im Arbeitsmodus. Boah. Hier Spitzen gab es nicht. Düngestreuer. Da 33 Liter passen da rein. Immerhin, das ist schon. Also für einen Düngestreuer ist das eigentlich schon was für die damalige Zeit. Das war damals so ein riesen Düngestreuer irgendwie. Ja, so was war. Na gut, so was war dann noch ein bisschen größer von MF, aber für die Zeit war das schon ordentlich groß damals. Ja, ich würde sagen, unser alter Düngestreu, der war so in dem Bereich wie dieser MF hier, vielleicht noch ein bisschen größer, ne? Hat natürlich nicht so eine weite Wurfweite. Ich glaube, da vielleicht hat der Black Sheep sich vertippt oder irgendwas. Ja, oder vielleicht wollte er es so breit machen, damit man den noch benutzt, aber egal. Oh, 15 km/h passt. Hier der Optima
Krone Optima, der Düngestreuer. 30 PS braucht der, 35 Liter passen da rein. 20 km/h und 4,2 Meter. Und hier das Güllefass, 1000 Liter passen da wenigstens rein. 14 km/h Breite und 35 PS braucht er. 3 Meter wirft er immerhin. Stiel gab es nicht. Hier Demi-Balken 10 PS, 2 Meter und 12 km/h fährt man damit. Ne? Da kann der nicht mithalten, ne, mit den Werten von dem. Naja, ich würde auch gerne mal damit mähen. Ne? Vor allem. Man könnte mal so einen Wettbewerb machen, ne? Der hier gegen den. Okay, der würde gewinnen, weil der schneller fährt. Obwohl, der hier, der hat 2 Meter. Boah, das würde mich jetzt mal interessieren, ne? So ein Wettmähen aus den beiden Maschinen, ne? Wo so eine genaue Grasfläche drumherum gegeben ist. Wirklich exakt viereckig. So ein Chunk am besten, ne? Es gibt ja hier einen LS auch. Chunks, so ungefähr. Halt eher so Pflanzenchunks. Kennt man ja vielleicht, wenn man auf dem Server joint, überall ist was angesehen und dann öffnet man die Karte. Da sind immer solche Streifen, ne? Und so breit wie dieser Streifen halt ist, so als Viereck. Das ist für mich halt so ein Chunk. Oder das verstehe ich darunter jetzt hier in LS, ne? Ja. Hier halt noch der Ränder. 4 Meter breit, 10 PS, 15 km/h fährt man damit. Hier der Schwader, 3 Meter, 25 PS, 15 km/h. Und hier natürlich der Bucher, 20 km/h fährt er so auf der Straße, 26 km/h fährt er auf der Straße und 20 km/h fährt er unter Arbeitsgeschwindigkeit. Elf Liter dabei, oh, 10.000 Liter passen immerhin rein, ja, kann man schon was mitmachen. Und 22 PS. Also für steile Hügel könnte es eng werden, dass man da hochkommt mit den 10.000 Litern drin, aber ja. Denn hier diese Presse, die macht 300 Liter Ballen. Ich frage mich gerade, ob man die anheben kann. Würde mich gerade sehr interessieren, aber also ich habe leider gar nichts zum. Ich glaube, ich habe was zum Testen da, oder? Komm, fahren wir mal mit dem Deutz. Das interessiert mich jetzt. Ja, komm, bremse ab. So. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man wirklich direkt wieder losfahren will. Ne? Aber man muss halt den Gang wechseln, kann man so sagen. Ja. Das interessiert mich jetzt brennend. Ob das geht. Aber kann ich euch nochmal zeigen hier. Kann man es ausklappen, das Ding. Wenn hier vorne die Zapfhelle, die ist. EU-Norm jetzt. Oder ist das EU-technisch? Keine Ahnung. Natürlich senken die Pickup noch. So. Brauchen wir zum Glück nur 300 Liter. So, der erste Ball ist schon mal gemacht. Kann ich den schon? Ja, kann ich abladen. Gut. Perfekt. Geht das auch noch relativ schnell. Und? Ja, oh. Oh, ich liebe. Oh, nee, ich. Oh, siehste. Oh, ich flipp gerade aus, sorry. Ich frag mich halt gerade, die Ballengrenze ist natürlich, glaube ich, immer noch bei 200 Liter. Oh, ist leider schade. Auf PC würde ich jetzt gerne so ein Event machen, ne? Wo quasi man eine Wiese mäht mit diesen alten Maschinen und dann mit Helfern quasi hier diese Ballen nimmt, auf dem Anhänger auflädt, einer fetten Anhänger und oh, das wäre schön. Wenn man dann noch so einen Ballenspießmod hätte, ne, wo man da wirklich die Dinge, wo man so einen Ballenspieß in der Hand hätte und versuchen müsste, den da irgendwie so hin und alles, ne? Boah, das wäre geil. Naja. Hier die Reifen, die sehen auch schick aus, ne? Dieses Schmutzmodell. Ich glaube, das hat er im Nachhinein dran gemacht, oder? Und da gab es im 13er schon Schmutz. Oder 15er. Oder war das im 15er auch noch offiziell von Giants, das Pack hier? Weil es ist ja nicht mehr eigentlich offiziell von Giants, war. Hm. Aber ich würde sagen, ein bisschen was haben wir, glaube ich, noch. Ja, jetzt was haben wir noch. Hier Ballentechnik, die Presse. Ja, kann natürlich alles pressen, was sie anderen auch können. Nur halt in 300 Liter Ballen. Ja,
Hier, Wasseranhänger, 10.000 Liter passen da rein. Boah. Kann man halt Wasser mitfahren, ne? Flüssigkeiten transportieren. Ansonsten war es das jetzt, glaube ich, mit dem Shop und alles. Genau. Also, ich würde sagen, ich gehe jetzt zu Crew 2 spielen. Morgen kommt vielleicht die erste Folge, wenn alles klappt. Oder ich suche jetzt einfach die Nacht schon durch. Werden wir sehen. Ja, ich würde sagen, guckt da gerne mal vorbei. Guckt auch mal bei Christian vorbei, wenn er streamt. Da wird er das Pack ordentlich in Einsatz zeigen. Ach, mir fällt gerade auf, der auch heiratet. Dann nicht nur hier, der fände ich trotzdem schicker. Egal. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Just ooh, ooh, yeah.